Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Unboxing heute. Ja, nach langer Zeit packen wir mal wieder ein paar Anime aus und ja, ohne Unpacking mehr, weil es Collector Edition sind. Das kennt ihr ja, das Spiel. Und ja, das erste, was wir auspacken, ist Dragon Ball Z, Box Nummer 5, Episoden 139 bis 164 von Kase vertrieben und die Rechte hat natürlich Toei Animation. Hier ist Cell drauf, einer meiner Lieblingskämpfer, hier Trunks, den finde ich auch cool. Krillin, so Gohan und ja. Packen wir es erstmal aus. Hier ist, das wundert mich ein bisschen, hier fehlt. Oh, sie haben fast die Kamera umgekippt. Hier fehlt ein Stück Folie, aber naja. Ich habe sie oben mal angeschnitten. So. So ist auch viel besser von der Sicht. So, wie gesagt, hier ist Zell. Ist drauf gedruckt, der FSK 12 Aufkleber. Und ja, Sprachen sind Deutsch, Laufzeit 650 Minuten, Format 4 zu 3, Zone PAL, Sound Dolby Digital 2.0, 24-seitiges Booklet ist als Bonus dabei. Kamehameha, Asteroiden versehen mit unvorstellbarer Macht und gewaltigen Zerstörungswillen bedrohen die Erde und haben es auf Son Goku abgesehen. Dr. Gero, der sie entwickelt hat, hat sie darauf programmiert, seinen alten Ernstfeind Son Goku zu töten. Doch der wird von einem unbekannten Virus kampfunfähig gemacht. Eine schlimmere Krankheit sucht ihn heim und fesselt ihn aus seinen unnahsehbarer Zeit ans Bett. Die Asteroiden sind nicht das größte Problem, ein noch viel unheimliches Monster treibt sein Unwesen und löscht ganze Städte aus. Es saugt die Menschen aus bis auf die letzten Tropfen und übrig bleibt nur noch ihre Kleidung. Wenn es niemandem gelingt, diesen Horror zu stoppen, wird sich bald alles in eine Geisterlandschaft verwandelt haben. Die Dragon Ball Reihe ist eine der erfolgreichsten Manga-Serien aller Zeiten. Zeichner Akira Toriyama hat damit ein Werk geschaffen, das weltweite Bekanntheit erlangt hat. Seit Dragon Ball Z im Sommer 2001 seinen Siegeszug durch Deutschland angetreten hat, gilt die Serie auch hierzulande als eine der besten und beliebtesten des Genres. Jo, ja, so sollte es haben. So wie ich am Ende gelesen habe, so sollte es immer sein. So, ja, hier ist C18 und C17. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau was wer war. Aber, jo, dann die Dis. Ich zeig die, glaube ich, mal. Na komm, ich zeig's mal kurz so, ne, oder? Na, ich lasse den, ich muss jetzt nicht rausholen. Also einmal ist hier Piccolo drauf, dann Cell, dann C-Dingsbums da, ich glaube C18 oder was, C17, ne, C17 ist glaube ich die Frau, es müsste Vegeta sein, und Trunks. Das Booklet. Schön. Vegeta, Trunks, Cell, C18 und C17, also ist das C17, okay. Also die Cell-Saga ist auch einer meiner Lieblings-Saga, neben der Freezer-Saga, muss ich sagen. Geo-Personen-Saga und durften wir auch noch. Ja, richtig geil. Der Piccolo ist ja mein absoluter Lieblingskämpfer. Ups. Und ja, eine tolle Serie auf jeden Fall. Ja, und hier ist der, wo ich gerade den Namen wieder vergessen habe. 10-20 oder so. Schon lange her. Ich gucke ja zur Zeit Dragon Ball immer morgens auf, RTL 2 am Wochenende. Und ja, da sind die gerade bei Freezer erst. Ich habe die davor lange nicht mehr geguckt. Pack mir die Box direkt mal aus. Hm? Was klebt denn das da so? Genau, ist so. Ja, ich muss mir auch noch die Dragon Ball Boxen kaufen. Also die da, wo er klein ist. Aber alles nach der Zeit. Hier ist der FSK-Flatschen nicht drauf, das finde ich besser. Hier ist Son Goku drauf. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Hier ist Piccolo. Der Beste, yeah! Das ist auch von Kase und natürlich Toei Animation hat die Rechte. Und na, das ist von Toei Animation und Kase hat die Rechte, sagen wir mal so. Deutsch ist die Sprache, Laufzeit 875 Minuten, Format 4 zu 3, Zone PAL, Dolby Digital 2.0, 24-seitiges Booklet wieder als Bonus dabei. Episoden 165 bis, was ist denn das? Ist das ein Fussel? Ne, klebt noch ein Fussel, 165 bis 199.
eine neue Bedrohung löscht reihenweise Städte. Eine neue Bedrohung löscht reihenweise Städte, ja, und ganze Länder und ihre Bevölkerung aus. Der Asteroid Cell, geschaffen aus den Zellen der mächtigen Kämpfer der Erde, stürzt die Welt in heillosen Chaos. Er hat zu einem großen Turnier der Kampfkünste aufgerufen. Und wenn ihn dort niemand besiegt, wird er die Erde vernichten. Selbstverständlicherweise ist Komi bereit, sich diesem perfekten Kämpfer entgegenzustellen. Selbst Son Goku, der die Welt schon oft von sicheren Untergang bewahrt hat, ist sich diesmal nicht sicher, ob er diesen Gegner aufnehmen kann. Zusammen mit seinem Sohn Son Gohan bereitet er sich vor und hofft das Beste. Auch die Menschheit hat einen ihrer größten Kämpfer in den Ring geschickt. Mr. Satan! Ja, natürlich. Ob er dieses furchtbare Wesen in seinen Schranken weisen kann? Naja, wer weiß das schon. Wer Dragon Ball nicht kennt, sollte sich das angucken. Hier nochmal so ein Gohan drauf. Den Typen kenne ich zwar, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Das war auch so ein Kaojin. Die hier auch. Hier ist Vegeta, da ist dieser eine da, den ich auch nicht mehr den Namen weiß. Son Gohan, wir waren da drauf. Was soll ich euch doch die CDs mal zeigen? Ach, bei Onken Collection Video mache ich das mal. Und ja. Hier ist Son Gohan drauf. Son Goku, Piccolo, Vegeta und Trunks. Vegeta finden ja viele am coolsten. Ich finde den auch cool, aber war nie mein Lieblingskämpfer. Immer nur Piccolo. Ende. Ach, C16 war das eben. Okay. Du, nett. Schön. Riecht auch gut. Ja, warum dufte ich immer dran? Ich liebe diesen Duft von frischen Anleitungen. Das ist einfach nur top. So. Ja, und jetzt kommen wir schon zu dem letzten Teil dieses Unboxing oder ausgepackt Video, wenn ich mal die Box hier reinkriege. Und zwar habe ich mir Ikitosen in der limitierten Edition besorgt. Und ja, ich kann sagen, es war die letzte. Ich meine, ich hätte die mal bei Saturn für 90 Euro damals gesehen. Ich habe da jetzt für, was war es, 40, 50 Euro bezahlt. Und ja, war die letzte bei Amazon. Ja, schön, dass man die hat. Und ich mache mal kurz einen Schnitt, dann kann ich euch das nachher besser vorstellen. So, jetzt machen wir weiter mit Ikitosen. Ja, das sieht aus wie ein Buch. Finde ich schon mal ziemlich cool. Das ist von Anime-Video, also KZ. Und ja, so sieht es aus. Auch man darf das zeigen, aber ist ja ab 16, also denke ich mal, man darf das zeigen. Also das ist mal eine endgeile Collector, die ich mich finde. Tun wir die Dragon Ball hier rüber. So, dann kann ich euch das besser zeigen. Also erstmal, es sieht geil aus, die limitierte Auflage. Und das ist so gemacht wie ein Buch. Ich habe die Serie noch nie gesehen. Hat wahrscheinlich sehr viel Itchy. Und ich habe auch keine Ahnung, wer die Charakter sind. Hier ist dieses Mädchen. Das ist die Disc 1. Ja, hier kann ich euch die Disc gut zeigen. Disc 2. Ja, kann man so sehen. Episoden 1 bis 4, 1 bis 7. Ups. Und ja, hier ist Ikitosen Bonus. Und da ist noch was drin. Hier sind die Episoden 10 bis 13 und 8 bis 10, also Episode 1 bis 4, Episode 5 bis 7, Episoden 8 bis 10 und Episoden 11 bis 13. Und die Bonus-Disc, wo ich alles schön gemacht mit so, und hier sieht ihr das. Ich finde das irgendwie einfach nur toll. Ja, und dann war das hier noch als Bonus bei. Wo ich auch nicht weiß, wer das ist. Ich pack's mal, ich denke mal aus, ganz vorsichtig. Und guck erstmal, ob ich das euch zeigen darf, weil ich habe keinen Bock, Ärger zu kriegen. So, aber es fühlt sich schon mal sehr gut an. Aber das kann ich euch, glaube ich, zeigen. Ja, doch, das zeige ich euch. Das müsste sogar für YouTube recht liegen. Okay gewesen sein. Also einmal dieses Bild, wo ich auch keine Ahnung habe, wer es ist. Das Papier fühlt sich auch sehr, sehr schön an.
Lege ich mal jetzt hier hin. Und dann dieses Bild. Auch hier, keine Ahnung. Ich wollte mir die Serie schon immer holen. Ich glaube, das hat sehr viel Itchy. Und einmal dieses Bild. Ja, das ist eine schöne Collection, würde ich mal sagen. 4 DVDs, eine Bonus-Disc, ein paar Bildchen und dann dieses schöne, ja, wie ein Buch. Sowas ist doch sehr, sehr schön. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Natürlich, wenn ihr Anime mögt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem. Würde mich über, ja, habe ich schon gesagt, Kommentare, ja, habe ich schon. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ne? Tschüss.